Ja, dann kommen wir jetzt trotzdem mal so zu dem nächsten, ja, größeren Abschnitt oder einschneidenden Abschnitt, tatsächlich dann 1994 und dann eben auch Imola. Das erste Rennen, was ich dann auch tatsächlich als Zwölfjährige irgendwann gesehen habe, also da begann für mich dann auch meine Formel-1-Zeit. Du warst da schon mittendrin und warst eben auch bei dem schwarzen Wochenende 94 mit dabei. Wie hast du das denn erlebt? Ja, so wie alle anderen, die da unten waren oder auch die Leute am Fernseher, geschockt natürlich. Aber wie soll ich sagen, du kommst doch immer dahin, eigentlich mit einem relativ guten Gefühl, weil wir waren davor, wir waren bei den Rennen, davor waren zwei Rennen, Saisonauftakt Brasilien war in die Punkte, Sechster, hätte eigentlich Vierter werden können, aber ein paar Runden vor Schluss Motoraussetzer gekriegt, bin ich auf den Sechsten zurückgefallen. Das zweite Rennen AIDA war nicht so besonders, aber eigentlich wollen wir in Imola vor dem Saisonstart testen, aber ich wusste, das Auto geht gut, wir haben eine gute Abstimmung und deswegen bin ich auch mit einem guten Gefühl hinkommen. Und dann war ja Freitag schon, da ist ja schon losgegangen mit dem Crash von Rubens Barrichello, der mal das ganze Fahrerlager sehr aufgeregt hat. Aber Gott sei Dank ist Rubens Barrichello nicht allzu viel passiert und ich bitte mich ein, das habe ich eh schon oft gesagt, da war so der Tenor im Fahrerlager, na siehst du, in der Formel 1 kann da nichts mehr passieren. Den Barrichello überschlagst mit 200 und nichts passiert, außer dass er sich ein bisschen die Nase angeschlagen hat. Ja, und dann ist Samstag freies Training, da hat man den Barrichello Crash ja schon gar nicht mehr gedacht. Ja, und dann war Qualifying und dann war der Unfall vom Roland Ratzenberger und ich bin da im Auto gesessen, habe den Bildschirm vor mir gehabt und habe das gesehen. Und eigentlich denken, was meine Gedanken, ist der tot, lebt er noch? Und da ist schon Peter Sauber gekommen und hat gesagt, wir hören auf. Und das war eigentlich schon irgendwie, obwohl wir nichts Genaues gewusst haben, Art der Bestätigung, dass was Schlimmes passiert sein muss. Ja. Und dann geht es halt los, die Diskussionen. Wisst ihr was? Habt ihr was gehört? Wer ist? Na, der Kopf hat, der Helm, der Kopf, das hat sehr komische Bewegungen gemacht, bla bla bla. Und ich glaube, die offizielle Bestätigung, wir sind ja das Qualifying dann nicht mehr gefahren als Team Sauber. Die offizielle Bestätigung hat es dann am nächsten Nachmittag um 17 Uhr oder 16:30 Uhr, dass Roland Ratzenberger gestorben ist. Und dann geht das los in deinem Kopf. Davor hast du es immer schon, hast du es vermutet oder befürchtet oder es könnte sein und dann hast du gehört, es ist ein Kollege gestorben. Ja. Da schwirrt da so viel rum, auch wenn das die Leute nach außen hin bei mir speziell nicht sehen, aber ich kann damals schon speziell keine Gefühle zeigen oder habe da keine gezeigt können. Was tust du? Das ist ein Wahnsinn, morgen wieder fahren, nicht, wie geht es weiter, was sollte das sein? Unfall, Tod, buh. Im Endeffekt war man aufgebracht, der eine mehr, der eine weniger. Nur, du hast dich doch trotzdem relativ früh entscheiden müssen, fahre ich weiter oder fahre ich nicht weiter. Und am nächsten Tag um 9 in der Früh war Warm-up und für mich war es eigentlich schon relativ. Eigentlich gar keine Frage. Ich fahre weiter, ich will den Sport weiter ausüben. Ne? Und dann ist ja das ganze Theater weitergegangen, wie es jetzt nicht nur mit dem Tod von Ayrton Senna am Sonntagnachmittag im Rennen, sondern davor schon Start, Crash, Abbruch, Unfall in der Box. Ich glaube, irgendein Minardi hat ein Rad verloren, das einen Ferrari-Mechaniker verletzt hat. Es hat Verletzte auf der Tribüne umgeben. Du hast dich eigentlich nicht mehr auskannt. Ja? Und dann war der Unfall von Senna, und wir sind ja damals auf der Startzielgerade aufgehalten worden, weil rote Flagge war. Und mein Ingenieur ist gekommen, da sage ich, ja, ich glaube, es war William. Sagt er, ja, es war Senna, aber was wir wissen, ist er okay. Entweder hat er gesagt, um mich zu beruhigen, oder diese Bilder, was man dann im Fernsehen danach gesehen hat, wo Senna da versorgt worden ist, neben dem Auto liegend. Jetzt bin mir gar nicht sicher, ob die das in der Box gesehen hat auf dem Monitor. Weißt? Also hat keiner gewusst, was los ist wirklich. Ja? Und irgendwann heißt es, so in 15 Minuten geht es weiter. Puh, ja, dann fahren wir weiter. Und eigentlich hast du dann nicht einmal nach dem Rennen, da war man da so aufgewühlt. Wir sind da Vierter geworden, da hat sich noch keiner freuen können, da hat man zusammengepackt und ist gefahren. Aber da war es so aufgefüllt, das hast du alles nicht wirklich einteilen können mehr. Die ganzen Emotionen, was da gegeben hat. Ja, wie soll ich sagen, ist das so ein Staccato erzählen, aber anders kann ich es nicht machen. Anders habe ich es nicht erlebt, außer wirklich so wie im Zeitraffer. Es ist ein Mist nach dem anderen passiert, das ganze Wochenende, ja, bis zum Schluss. Ja. Und hast du denn danach irgendwie mal drüber nachgedacht, nach dem Wochenende, ob du diesen Sport so noch ausüben willst? Der Sport, wo dann jetzt plötzlich auch Menschen sterben können. Also Roland war ja tatsächlich auch ein Landsmann von dir, Senna dann eben ja, eins der großen Idole sozusagen. Was hat das danach, nach dem Zeitrafferwochenende mit dir dann gemacht? Nix. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich aufhören will oder nicht. Nein, das ist die Frage, die mir nicht gestellt. Entweder wollte man das alles nicht wahrhaben oder man war so, oder man denkt sich selber, kann da nichts passieren, oder man denkt sich, nein, man hat ja gewusst, dass immer ein gewisses Risiko da ist. Aber die Frage hat es für mich nicht gegeben. Nein. Und ich glaube, wir haben
Ich bin am Dienstag schon wieder in Le Castellet im Auto gesessen bei Testfahrt. Ne? Bin dann nach Hause, nach Österreich, bin zur Beerdigung von Roland Ratzenberger, bin dann wieder nach Monaco. Und was ich aber erst dann danach gemerkt habe, nach meinem Unfall, lange Zeit danach, ich bin gar nie mehr zur Ruhe gekommen von Monaco weg. Also ich glaube, ich habe gar nie die Ruhe in mir selber im Kopf gehabt, um da jemals drüber nachzudenken, soll ich das machen oder nicht. Es war nur Anspannung da. Bist dann bei mir auch geknallt, oder? So ungefähr. Ja, sagst du schon selbst, bei dir hat es dann auch geknallt. Aber erstmal grundsätzlich, wie war das denn mit diesem 94er sauber durch Monaco überhaupt zu fahren? Also wie schwierig war das auch, mit solchen Granaten da durch das Fürstentum zu jagen? Das 94er kann ich mir leider nicht erinnern an das ganze Training, weil es war schon. Du hast auch an das Training gar keine Erinnerung mehr. Nein, nichts. Das Letzte, was ich von 94 weiß, ist, es war ja Donnerstag das erste Training in Monaco, Mittwochabend ins Bett zu gehen. Das ist das Letzte, was ich weiß. Aber ich kann mich an 1993 dort mit dem Sauber von 1993 erinnern. Und das ist einer meiner beeindruckendsten Erinnerungen, die ich an der Formel 1 habe. Der Donnerstag war ein Regentag, es war sehr schwierig. Und der Samstag war trocken. Und wir waren schnell, wir waren am Samstagvormittag Vierter. Okay, da zeigt noch nicht jeder alles, aber wir haben ja auch nicht alles gezeigt. Ja? Also nicht zeigen heißt, dass du immer noch ein bisschen Benzin im Auto hast. Ja? Aber das Auto, die Temperaturen waren für unser Auto perfekt. Es war so nicht allzu warm, es waren ein paar Wolken. Wir haben Grip gehabt ohne Ende und wir waren für das Auto hat sich perfekt verhalten mit dem neuen Satz Reifen dann zum Schluss des Trainings raus. Und ich habe diese Runde eigentlich noch immer sehr, sehr gut in Erinnerung. Beeindruckend war das. Und ich glaube, Monaco ist beeindruckend, wenn du ein Auto hast, das funktioniert, wenn du das Limit gehen kannst. Wenn das Auto hast, das nicht funktioniert, dann ist es nichts Schönes. Ne? Und das 94er Auto habe ich ja so in Erinnerung, dass es für mich eher eine Verbesserung zum 93er Auto war, weil es von der Aerodynamik eher ein bisschen unempfindlicher war als der 93er. Und deswegen hätte das Auto sicher in Monaco gut funktioniert. Obwohl, du hast schon recht, mit damals auch über 700 PS und so weiter, war es auch damals schon nicht einfach in Monaco, die Autos am Limit zu bewegen. Es ist immer in Monaco, würde ich sagen, ich glaube, der Nelson Piquet hat einmal gesagt, mit dem Hubschrauber durchs Wohnzimmer fliegen. Es ist immer ein Ritt auf der Kanonenkugel, weil es halt keinen Fehler erlaubt. Oder der Fehler ist die Leitschiene. Ja? Aber trotzdem, wie gesagt, an 94 weiß ich nicht, aber ich kann mich an 93 an diese Runde noch sehr, sehr gut erinnern und an die erinnere ich mich sehr, sehr gerne, weil das ist etwas, was wirklich Rennform pur war, diese eine oder nicht nur diese Runde, aber speziell diese Runde mit dem neuen Satz Reifen, was ich da in Erinnerung habe. Ist das für einen Rennfahrer eigentlich auch was Besonderes, wenn man so durch so ein Fürstentum mit Glanz und Glamour fährt oder blendet man das eigentlich komplett aus? Ist das nur für die Fans dann immer nochmal dieser extra Touch? Den Glanz und Glamour kriegst du nicht mit, der interessiert dich nicht. Was du schon mitkriegst, ist die Strecke, die Leitschienen links und rechts, die nicht weit weg sind. Aber der Glanz und Glamour ist egal. Obwohl, es ist schön, das Fahrerlager ist am Hafen, am Yachthafen, siehst schöne Schiffe, es ist ja eine tolle Abwechslung. Ja, kommen wir zu deinem Unfall. Also, Alex, ich habe zwei Fragen. Ist das im Cockpit ein anderes Gefühl, wenn man durch Monaco fährt, als auf einer anderen Rennstrecke, wo die Leitschienen jetzt nicht rechts und links direkt auf einen warten? Ich glaube, es war immer so, man hat sich relativ schnell von den Augen her, von dem Blick daran gewöhnt, weißt? Und dann ist es Monaco normal. Ich kann mich noch erinnern, sauber, damals haben wir 1993 die Monzas Teststrecke gehabt. Und Monza, die Start-Zielgeraden mit 330, 335, da hast du die ersten zwei, drei Runden auch gedacht, verdammt, wie schnell ist denn das? Das geht ja gar nicht. Ja? Und nach der vierten, fünften Runde war es normal. Also man hat sich relativ schnell daran gewöhnt und auch Monaco dann relativ schnell daran gewöhnt. Weil du eigentlich nur den Fokus auf die Strecke hast und nicht auf die Leitschienen schaust. Ja? Okay. Und ja, die zweite Frage, es gibt nicht wenige Fans, die mittlerweile den Monaco Grand Prix so ein bisschen kritisch sehen, weil eben die Autos heutzutage viel fahrbarer sind und auch die Strecke ist ja über die Zeit ein bisschen breiter geworden und sicherer. Ja. Deswegen weil die Autos fahrbarer sind, gibt es auch ein bisschen weniger Unfälle und die Rennen sind auch in den letzten Jahren öfters mal langweilig gewesen. Findest du es schade, dass die Autos heutzutage so fahrbarer sind als früher? Also ist der Fahrer jetzt ein bisschen weniger im Vordergrund als früher und muss ein Fahrer weniger fahrerisches Talent mitbringen, um so einen Formel-1-Fahrer-Boliden steuern zu können? Nein, das glaube ich nicht. Weil ich glaube, du hast recht, Monaco ist ein bisschen schneller von der Strecke geworden, weil Saint-Devot, die erste Kurve nach Start und Ziel, war es bei uns mehr oder weniger Verkehrsinsel, wo oben drauf die Leitschiene gestanden ist und jetzt ist ein Curb, wo du ein bisschen Platz hast auf der Innenseite. Das gleiche ist in der schnellen Schwimmbadschikane, jetzt sind wir an die Leitschiene entlang gefahren, jetzt ist links und rechts ein Curb, der ein bisschen mehr Platz gibt.
Aber die Autos sind auf der anderen Seite ja dementsprechend schneller geworden. Sie haben jetzt mehr PS, sie haben mehr Grip, wir haben mehr Downforce. Sie fahren Rundenzeiten, die würde ich sagen, fast 10 Sekunden schneller sind als wir damals. Also Formel 1 fahren in Monaco oder generell Formel 1 fahren ist nie einfach, würde ich sagen. Und ist aber gut, dass die Autos vielleicht ein bisschen berechenbarer geworden sind, speziell von der Aerodynamik. Weil bei uns damals war schon ein bisschen das Problem, wir haben einen flachen Unterboden gehabt. Und wenn du in schnelle Kurven vielleicht irgendwie durchgeschlagen bist, oder Bodenwelle, oder du hast das Auto ein bisschen zu nieder gehabt, dann ist der Luftstrom unter dem Auto abgerissen und das war natürlich schon gefährlich, weil dann war auch der Downforce weg. Und da ist es schon besser jetzt. Aber ich finde, für mich Monaco, ich freue mich schon drauf zum Zuschauen das Wochenende. Ich finde Monaco immer noch ein wichtiges Rennen der Formel 1, das gehört dazu, finde ich. Und klar, es sind schon so oft Rennen langweilig, weil es überholen so schwierig ist und in Monaco halt umso schwieriger noch. Aber klar, trotzdem, ich finde gut, dass das Rennen noch im Kalender ist. Wenn du jetzt eben gesagt hast, das Auto war tatsächlich, oder die waren damals so schwer zu fahren, warum hattest du deinen Unfall überhaupt? Was war da der Grund? Kann ich kurz, bevor er antwortet, was sagen, weil er kann sich ja nur noch an die Nacht Mittwoch erinnern. Ich kann mich aber noch an das freie Training erinnern, wie die beiden sich gepusht haben. Heinz Hart geht raus, Wertezeit, er geht raus, Wertezeit. Das ging das ganze Vormittagstraining so. Und ich glaube, die waren Fünfte oder Sechste immer. Also der Sauber ging richtig gut, hatte man den Eindruck. Dann ist Heinz Hart Zeit gefahren, dann kommt er mit zwei Sektoren Bestzeiten für Sauber an. Oh nein, die erste Sektorenzeit war besser, weil die zweite ist ja Ende Tunnel. Und er fährt nochmal die Bestzeit, kommt aus dem Tunnel und dann macht's bumm. Und bei Sauber. Ich bin die Sauber-Bestzeit gefahren, was bis zu dem Zeitpunkt? Ja, aber ihr habt euch so gepusht. Ralf, das ist ja Wahnsinn, sagst mir das. 27 Jahre danach erst. Bin ja richtig happy. Ja, und dann hat's halt gekracht. Karl lag im Auto, wurde abtransportiert, bei Sauber, Imola kam plötzlich wieder aus allen Poren rausgekrochen, der Schock war da, Norbert Haugwust konnte nichts mehr sagen, Peter Sauber auch nicht, dann hat der André Decontens, unter anderem mich, ins Wohnmobil gerufen, das war der Technikchef bei Sauber damals, und hat mir die Daten gezeigt von Hans Hahn und ihm, und dann hat er gesagt, guck mal hier, wie gut die beiden Jungs waren, und hat gesagt, und kurz vor seinem Unfall hat er, sagt Decontors, 20 Meter nochmal später gebremst. Ach. Und dann hat's ihm wohl, dann gab es wohl eine Bodenwelle, dass es ihm das Auto rausgehauen hat. Das ist, was er mir gesagt hat. So, und jetzt sollte er wieder weitermachen. Ja, das wird da so sein. Ich weiß noch von 1993, dass in dieser Bremszone nach dem Tunnel sehr viele Bodenwellen gibt. Der Sauber war 93 und 94 nicht allzu gut über die Bodenwellen, aber das ist jetzt nicht die Ausrede oder Erklärung. Es kann sein, dass ich beim Spätbremsen, nicht nur beim Spätbremsen, wurscht, wann du da bremst, vielleicht einfach die Bodenwelle so getroffen habe, dass das Auto ein bisschen quer gekommen ist. Und das ein bisschen quer reicht halt, dass er sich dann wegdreht. Ja. Das wäre es gewesen sein. Ich glaube, einfach das war es. Ja. Ein Fehler, den ich gemacht habe beim Bremsen. Und dann war halt der Aufprallwinkel so, hätte anders da sein können. Oder du kannst einen Meter weiter rechts vorbeirutschen, dann triffst du das nicht da unten und rutscht halt in eine Auslaufzone raus. Oder du triffst es noch blöder und das ist passiert noch mehr. Ja. Und das war's. Aber ich kann mir eben nur vorstellen, eben später bremsen oder nicht zu später bremsen, dass ich unter dem Bremsen das Auto aus der Kontrolle verloren habe und aus. Ja. Ja. Aber bei dir war dann auch das Problem, dass du mit dem Helm dann ja auch gegen die Betonmauer praktisch geschlagen bist, richtig? Weil die Cockpitwände damals noch so klein, so tief waren. Ja, die Cockpitwände waren genau bis da, bis zur Schulter. Da waren Plastikbehälter als Aufprallschutz vor dem U von der Leitschiene. Und da bin ich so seitlich rein, das ist leicht. Ich kann mir auch nur vorstellen, ganz leicht muss ich den irgendwie erwischt haben, den Plastikbehälter. Weil der Aufprall war bei... Laut Telemetrie, was ich danach dann gesehen habe, Wochen danach gezeigt haben vom Team, bei 177 km/h. Und wenn du bei 177 km/h den Behälter mit dem Kopf falsch triffst, dann ist es umso aus. Ja. Ja. An was ist denn, oder was ist das nächste, an was du dich erinnern konntest? Also das letzte, der Monaco, der Mittwochabend und das nächste dann wieder? In Innsbruck im Krankenhaus. Mhm. Ich war da schon relativ lang unter. Ich bin ja zuerst nach Nizza gekommen. Und nach 19 Tagen künstlichem Koma bin ich eben
aufgeweckt oder sind die Medikamente zurückgefahren worden, dann bin ich aufgeweckt worden. Das war dann eigentlich der dritte Aufwachversuch, der funktioniert hat. Das war 3 oder 4 Tage, wo ich Nizza schon munter, habe schon geredet, habe meine Eltern erkannt, habe auch mit dem Arzt, mit einem der behandelten Ärzte, der Deutsch gesprochen hat, habe meinen Namen gesagt, mein Alter, wo ich herkomme und so weiter. Dann war ich auch beim Flug nach Innsbruck mit dem Medical Jet war ich munter und auch die ersten fast 10 Tage in Innsbruck weiß ich aber nicht mehr, wo ich auch noch geredet habe, wo ich schon Therapiemaßnahmen bekommen habe von Logopäden etc. Und dann ist irgendwann, liege ich in Innsbruck gerade im Krankenhaus, schaue so rum, denke mir, schaut aus wie ein Krankenhaus. Ja? Und bewege meinen linken Fuß und da habe ich mir das Knie angeschlagen bei dem Unfall. Oh, das Knie tut weh. Und dann ist relativ bald meine Mutter gekommen und sage, ja, wo ist ein Krankenhaus, was tue ich denn da? Und dann ist halt langsam mir erklärt worden, was war. Durch das, dass ich mich aber nichts erinnern kann, ja, hat mir das eigentlich nicht viel gegeben, was mir da erklärt worden ist. Ja? Mhm. Also eigentlich nach 3 Wochen oder nach 19 Tagen künstlichen Koma habe ich die ersten 2 Wochen sind da weg, wo ich munter war. Ja, kann ich mich erinnern. Du hast ja auch deine Mutter am Anfang gar nicht erkannt, hast du mir mal erzählt. Ne? Das war noch in Nizza, da mein Vater und meine Mutter sind am Bett bei mir im Zimmer gewesen und meine Mutter ist rausgegangen und ich habe zu meinem Vater gesagt, da habe ich anscheinend schon Papa gesagt, Papa, wer ist denn die Frau? Und er hat gesagt, das ist die Mama. Aha, ich habe aber nicht mehr gewusst, was Mama ist. Weißt, da ist man so weit weg vorher. Ne? Aber ist mir dann auch später von den Ärzten so erklärt worden, der Vater ist normalerweise im Leben die erste Respektperson, die man hat, das Kind. Und das ist der Grund sein, warum du den Vater zuerst erkennst. Ja? Aber irgendwann kam das dann tatsächlich wieder zurück, dass du wusstest, ach ja, klar, logisch, das ist ja meine Mama. Genau, ich kann mich daran nicht erinnern, wo ich niemanden erkannt habe, sondern nur, wo ich alle schon wieder erkannt habe. Und wo ich alles gewusst habe, aber sehr, sehr viel gewusst habe eigentlich. Ja? Ja. Zumindest das ganze Langzeitgedächtnis war alles da. Ne? War alles da. Und wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis du das erste Mal wieder in ein Rennauto gestiegen bist? Ich bin entlassen worden aus dem Innsbrucker Krankenhaus, glaube am 30. Juli 1994 und bin Ende August am Salzburgring mit einem Porsche Cup Auto gefahren. Mhm. Weil da schon mehr oder weniger fixiert war, dass ich circa Mitte September oder rum und den 20. September rum das erste Mal wieder in Formel 1 in Le Castellet fahre. Also bin einen Tag oder einen halben Tag Porsche Cup am Salzburgring gefahren und bin dann in die Formel 1 nach Le Castellet. Ja. Und wie war das dann? Waren aber ganz wenig, nur ich glaube, das waren 8 oder 10 Runden im Trockenen und hat zum Schütten angefangen. Jetzt sind wir noch ein bisschen im Regen vorhin nochmal aufgehört. Wie meinst du aufgehört? Ja, mit dem Tag fahren, weil Ach da so. War so viel Regen, es hat dann keinen Sinn mehr gemacht, nochmal aufgehört zu fahren. Und wie war das trotzdem für dich, dann wieder in so ein Formel-1-Auto zurückzukehren? Warst du auch gleich wieder dann, okay, es hat dann geregnet, aber warst du trotzdem auch gleich wieder am Limit? Wie war das für dich? Ja, das kann man sich alles schwer vorstellen. Der Heinz Harald ist gefahren, er ist das Auto warm gefahren, ist 5 Runden gefahren und ich bin dann, glaube ich, 2,5 Sekunden langsamer gewesen in meine 10 Runden. Für 10 Runden wenig, kann aber sein, dass der Heinz Harald ja gar nicht am Limit gefahren ist, das weiß ich nicht. Nur, wie soll ich sagen, wo ich das erste Mal in ein Auto gestiegen bin, ein Privatauto, weil der Arzt eher mal davon abgeraten hat, nach Entlassung aus dem Krankenhaus, soll ich bloß nicht gleich Auto fahren, ich sollte mich wieder irgendwann auf einen Parkplatz herantasten. Ja? Und da, wo ich das erste Mal in Kufstein durch die Stadt gefahren bin, war wie Zeitlupe. Ich war wie Zeitlupe, hinten am Splend, da habe ich nicht gewusst, wer ist denn das da vorne. Ich bin wie Zeitlupe gefahren, weil das Limit war. Dann bin ich zu Salzburg mit dem Porsche gehabt, dann haben sie auch gemeint, ich glaube, die ersten 15 Runden haben die geglaubt, das war's mit der Karriere, weil wenn er jetzt noch da langsamer fährt, dann stirbt ihm der Motor ab. Aber das ist dann relativ schnell, am Ende des Tages bin ich Zeiten gefahren, die was für den Porsche Cup Auto da am Salzburg sehr, sehr gute Zeiten waren. Und Formel 1 in Le Castellet war ich, glaube ich, gar nicht so weit weg von den Limits von Anfang an. Ne? Mhm. Weil dann ist der nächste Test war dann in Barcelona, wieder 2 Wochen danach, den haben wir relativ früh abbrechen müssen, weil ich extrem starke Nacken- und Kopfschmerzen gehabt habe, weil das alles noch zu früh war, die Boden waren. Und dann war Anfang Dezember der nächste Test, wieder in Le Castellet, wo es darum gegangen ist, ob ich für 95 einen Vertrag kriege oder nicht. Und da habe ich zwar wieder extrem starke Kopfschmerzen und Nackenschmerzen gehabt, über die Boden waren. Und Heinz Harald war ein bisschen der Maßstab, vielleicht ist er nicht ans Limit gegangen, weil und so weiter. Aber die anderen, die dort getestet haben, die waren ja auch um den Platz für 95 bei Sauber beworben haben, die waren eigentlich deutlich langsamer als ich. Also war ich da schon nicht mehr gar nicht so weit weg wieder vom Limit. Ja. Und das Gute war, ich habe mich voll konzentrieren können, außer die Kopfschmerzen, aber keine Probleme gehabt. Und das hat alles dann wieder gut ausgeschaut. Ja. Aber jetzt, wo du Konzentration ansprichst, du hast mir, glaube ich, auch vor ein paar Jahren mal gesagt, dass du dann in den Rennen später
dich nicht wirklich konzentrieren konntest? Na, das war dann irgendwie, keine Ahnung warum. Ich bin von Le Castellet Barcelona heimgekommen, habe zum Spaß gesagt, wenn das Ganze irgendwas Gutes hat, dann bin ich jetzt besser als davor. Jetzt muss noch gerade noch der Kopf weg. Und habe dann einen Vertrag für 1995 von dem Sauberteam bekommen. Und ich glaube, die ersten Tests waren Anfang Februar. Und in diesen 2 Monaten hat sich irgendwas wieder von meiner Gehirnverletzung verschlechtert. Ich habe mich nicht mehr konzentrieren können. Keine Chance. Keine 5 Sekunden. Bin dann auf die Ärzte wieder konsultiert, die haben gesagt, naja, die Verletzung war so schwer, du kannst ein normales Leben führen, aber vielleicht kannst du jetzt einfach noch nicht die Belastungen aushalten. Du musst ja immer üben, Konzentrationsübungen machen etc. Das habe ich dann auch gemacht und es ist dann besser geworden, aber in diesen 4 Rennen, die ich Anfang der Saison fahren habe dürfen, war ein Hauptproblem, dass ich habe mich nicht konzentrieren können, ich habe es nicht auf den Punkt gebracht, ich bin mit dem Auto nicht zurechtgekommen, ich war einfach zu langsam. Ende. Ja. Ja. Bedauerst du das heutzutage manchmal, dass du diesen Unfall hattest, der dann doch vielleicht noch eine große Karriere verhindert hat? Ich habe es nie groß bedauert. Nein, ich habe eigentlich nie damit gehadert, muss ich ehrlich sagen. Jetzt nicht, weil ich das unterdrücken habe müssen, es ist nie hochgekommen. Vielleicht, weil man nicht weiß, wie es ohne den Unfall gegangen wäre. Vielleicht wäre es auch bald einmal beendet gewesen, vielleicht auch nicht. Nein, diese Frage, was wäre, wenn, hätte, habe ich mir nie gestört. Ja. Ich habe das eigentlich relativ früh akzeptiert, speziell Ende 95, wo ich dann gesehen habe, in der Saison die Rennen, was ich fahren habe können, es geht nicht. Ich bin austauscht worden, habe dann nochmal die letzten 2 Rennen der Saison fahren können, es ist aber immer noch nicht gegangen und dann habe ich das eigentlich wirklich für mich abgeschlossen im Kopf und das war es halt einfach und aus. Ja. Aber gehadert habe ich nie damit. Ne? Ja. Aber wenn du dann halt trotzdem noch beobachtet hast und mitgekriegt hast, wie Michael einen Titel nach dem anderen holt und auch Heinz Harald ja sehr, sehr weit vorne mitgefahren ist, was hast du dir da denn gedacht über die beiden? So von wegen noch, naja, ich habe es ja damals schon gesehen. Na, vielleicht war ich nicht so gut als wir die beiden und jetzt nie so weit gebracht, weiß man ja nicht. Eine Stärke von Michael für mich in der Beobachtung war immer, man hat immer das Gefühl gehabt, da zu Ferrari-Zeiten, er findet immer noch was. Er kann sie irgendwie immer noch steigern. Und ich glaube, das war ein Teil seines großen Talents. Er hat sie immer wieder oder immer wieder was dazu beitragen können, dass es noch besser geht. Ob das bei mir, keine Ahnung. Hypothetische Frage, kann man nicht beantworten.